Moin zusammen und weiter geht's mit Turmel, The Heat is On im Expert-Modus. Ja, was soll ich sagen? Letzten Runde, ich hab's geschafft, die Millionen zusammenzubekommen. Ich habe meine ersten 5% Aktienanteile geholt und so gesehen, mal abgesehen von den Upgrades, bin ich besser als Larry. Um 13.491 Dollar. Ich denke aber auch, ich habe alle Upgrades, die ich brauche. Das Wagen-Upgrade. Also den Zähler brauche ich nicht unbedingt. Die Wünschelrouten, dass sie schneller finden, brauche ich nicht. Maulis brauche ich nicht mehr. Scanner brauche ich nicht, weil die Wünschelroutengänger, die werden einfach alle Vorkommen finden. Und ich schicke vereinzelt nur noch ein paar Maulwürfe los, die dann nach Magma suchen, damit wir noch ein bisschen Öl in Gas umwandeln können. Das klappt auch ganz gut. Ich muss gegen September, Mitte September, wenn ich große Quellen habe, wenn ich viele große Quellen habe, muss ich spätestens Mitte September alles aufmachen und raushauen. Bis dahin werde ich mit Krediten arbeiten, definitiv. Das spart mir einfach enorm viel Zeit, die ich brauche, um optimal noch alles raushauen zu können. So, und er will einen Säbelzahn für 2,5. Sollte ich das machen? Ich mach das. Errungenschaft, so gut wie es geht. Ich hoffe mal, ich finde noch einen weiteren, aber das Land, da ist ja noch viel los. So, Jill, Abfahrt. Ja. So, Left-Righting habe ich nicht. Gehe ich zur Right. Cool, einen Dino-Schädel habe ich noch nicht. Fehlt in meiner Sammlung, habe ich jetzt. So, komm schon, oder? Nein. Nicht übertreiben. Ganz, ganz entspannt bleiben. Wer weiß, wie das Land hier aussieht. 83 Cent ist kein Preis, für den ich jetzt schon verkaufen oder kaufen möchte. Komm schon. So, so viel zu entspannt bleiben. Hat sich gerade zerschossen. Die Pappnasen gehen mir hier schon alle auf den Sack. Direkt nach Spielstart. Und wieder ganz knapp nicht getroffen. Es ist doch... Was soll man dazu noch sagen? So, hier wurde noch mehr gewunken. Da unten, da habe ich einen Treffer. Er verschwindet, hier verschwindet. So, ein Dollar 1. Hol ich raus. So, er ist da am Winken. Ist hier oben unter dem Dach was? Na? Geilo, geiler Scheiße. So. Ja, wo gehe ich hin? Da gehe ich hin. Dann habe ich hier irgendwie noch irgendwo ins Bett. So, und verkaufen. Und der nächste Treffer. So, weiter geht's. Durch die Felsen. Am Poloch vorbei. Mit dem Preis direkt die nächsten losschicken. Hier nichts gefunden, da nichts gefunden, hier nichts gefunden. Dann gehe ich erst nochmal hier suchen. 2,19, 2,23. So, runter. So, 1,09 Dollar. 5,16. Nichts getroffen. So, wo ist die Suppe? Da haben wir Magma. Oh. So, dann gehe ich mal quer rüber. Ist zwar nicht viel Magma, aber immerhin so ein bisschen. So. Habe ich noch? Ja, ein Wünschelroutengänger ist noch unterwegs. 91 Cent, 90 Cent, nochmal 1000er, ich will ein Super Silo haben. Und ansonsten schicke ich hier nochmal Maulwürfe los. Ich habe keinen Plan, wo der Kack hier sein soll.
So. So, der letzte Wünschelroutengänger ist unterwegs. Wenn der nichts findet, wird's hässlich. Und er ist weg. Aber ich habe noch 4 unerschlossene Quellen. 64 Cent. Nee, komm, einlagern. Oh, wo seid ihr denn? So, noch ein bisschen den Schnellvorlauf an. 59 Cent. 60 Cent. Nutzt alles nix. Ich muss hier gleich die Quelle dicht machen, damit da Gas rauskommt. Genauso wie hier rechts. Ein paar Spritzer nehme ich noch mit. So, und bei 90 schicke ich einen verkaufen. Für euch beide ist Schluss. Ah, verdammt, ey. Das ist doch alles gut. Zack. Und rüber. Ganz schnell, Leute. Ganz, ganz schnell. So, und ich... Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade... bisschen ratlos. Das Land sieht eigentlich vielversprechend aus, aber irgendwie kommt hier einfach nichts bei rum. 1,11. So, und runter. Und runter. Ja, komm schon. 1,15. Wir sind im Mai, Leute. Was soll das? Wo ist die letzte fucking Quelle? Da ist sie. Und da ist sie. Na, verdammt. Jetzt brauche ich hier noch irgendwie ein Magma-Vorkommen. Da ist sie. So, sehr schön. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Da kommt zu wenig Wärme an. Die Quelle habe ich verpennt. Ansonsten auf nach oben, hier noch mal ran, vielleicht finde ich hier irgendwo noch eine Magmaquelle. Ich glaube aber, das war's hier. Verbindungslimit erreicht. Das ist hässlich. So, ich weiß nicht, wie viel hier unten noch drin ist. Auf jeden Fall kriegen wir noch ein bisschen Wärme da oben ab, hoffe ich jedenfalls. Viel wird es nicht sein. So, ich weiß nicht, wie viel hier noch drin ist. Mauli sagt Bescheid. Genauso wie an der Stelle, aber das wird ein ganz kleines Vorkommen sein. Da ist auch nicht mehr viel drin. Nichts mehr verkaufen. Dafür dicht machen und auf Gas setzen. Ich schicke hier nochmal einen runter. Und... da nochmal, ganz unten an die Kante. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier noch ein bisschen was ist. Ansonsten hat er hier bald auch nichts mehr. So, fast verpennt. Sind schon wieder im Juli. Wirklich viel wächst hier nicht. Komm schon. Ich mache erstmal dicht, für den Fall, dass ich hier noch Magma finde. Ansonsten hat er noch einen kleinen Schluck. Hey, zumachen. Verbindungslimit erreicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Ist auch blöd, die hier so ganz am Rand anzustechen. Ich hoffe, hier unten ist irgendwo noch Magma. Ansonsten, ja, nee. Ansonsten habe ich nur noch diese eine Quelle hier. August, September, ja komm, scheiß drauf. Da war eh nicht viel Wärme drin. Da kriege ich nichts mehr raus. Hier kommt auch zu wenig Wärme an.
Mach ich hier schon mal dicht. Oktober. Alles ist raus. 1, 2, 3, 4. Ging hier diesmal leider nicht. Dafür ist der Preis schon recht gut. $2. Und alles raus. Ja, das war nicht schön. $2, 1,80, 1,70, 1,60. Letzter Monat. So, diesmal ist wirklich alles Gas leer. Und zurück. Zu viel Zinsen für zu wenig Ertrag. Habe ich mir mehr von versprochen. Und wieder ärgert es mich, dass ich hier verpennt habe. Ich muss wachsamer sein auf allen Quellen. Jo, au, 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 guck da nicht hin, Junge. Lisa, ey. Geil, Left Ink, 91, rechts. Zinssätze, runter. Eine Runde höher, niedriger. Ich sag, ja, komm, geh nach Hause. Wird hier alles nichts mehr. Landauktion, Lisa, 75. What the fuck? Ich will hier rein. Ja, das springt dir mal ab, den Bob. Hallo. Ich geh da rein. Okay. Er geht da rein. Für 18. Larry für 18. Hol ich mir Lisa hier oben. Jim Bob, Alter. 21. Goodie. Dann 46, 49, 51. Ich gehe hier unten runter. Hab dann nur 2000 ausgegeben. Ist egal. So. Auktion beginnen. Ich will die 1000. 36. 102. 30, 40, 152. Zum ersten. Zum zweiten. Zum verarsch mich doch nicht, Mädchen. Aber sie wird mich wieder überbieten. Einmal gehe ich noch mit. 168.000. Und? Okay, 10%. Damit haben wir mehr als Larry. Larry hat aber mehr Geld als wir und als Lisa und dann Jim Bob sowieso. So. Untergrund. Ich könnte ihn mir zurückkaufen, den Zahn. Mache ich aber nicht. Vielleicht später, um in das Sonderlevel zu kommen, um noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Aber die erste Runde lief leider sehr unbefriedigend. Jill, Abfahrt. Ich hatte Right Ink, glaube ich, mit Onno. Jawohl. 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 90 Cent. So. Nochmal 3 losschicken. Sehr schön. Auf zum Atem. Achso, hier habe ich gar nichts gefunden. Ich hole mir schon mal das Upgrade, wollte ich gerade gesagt haben. Dann gehe ich hier schon mal nach links rüber. Da habe ich den nächsten Treffer und noch einen Treffer. Okay, cool, cool, cool. Und ich schicke ein paar Jungs verkaufen. 258. Die Querverbindung fürs Bohr-Upgrade. So, nichts getroffen hier auf der Ebene. Da unten ist sie. Und hier sehe ich einen Schatz. Mal gucken, was es ist. Auf jeden Fall ist es meins. Und noch natürlich. Ach nee, doch ein Treffer. Ich wollte gerade sagen, natürlich habe ich ganz knapp nicht getroffen.
Und ich habe den Zahn wieder, den ich für über 40.000 hätte auch kaufen können. Danke, nein. 1,11. Super, 4 Wagen verkaufen. Alle Wagen verkaufen. Alle 5. Ich schicke nochmal einen Wünschelruten-Heini los hier. Oh, geil, da habe ich auch getroffen. Das ist nice. Dann geht's direkt gleich hier weiter. Auf jeden Fall darf ich die Querstrippen nicht vergessen, um hier später zum Gast zu kommen. So, ich schicke hier mal... Ups. So. Noch die Maulis runter, um zu gucken, wie groß sind die Quellen an der Stelle. Und ab noch mal 1,16, Leute. 1,15. Den Preis muss ich ausnutzen. Da muss ich ran, das muss ich mitnehmen. Verzweigungslimit ist erreicht an dieser Stelle. Ich gehe hier nochmal gucken. So. Zeit für die ersten Maulis. Auf der Suche nach Sprit. Wie gehe ich darüber? Wie gehe ich hier rüber? So, 99 Cent. Ich habe es im Blick, keine Angst. Hier winkt auch noch irgendwo einer. Nochmal ein Wünschelrutengänger. Zeit fürs erste Super-Sigo. 98 Cent. Nur noch 2, die verkaufen. Das scheint eine sehr kleine Quelle hier zu sein. Jo, die hier ist schon gleich leer. Das heißt, ich mache hier dich. So. Wo hat er gewunken? Hier irgendwo zwischen. Kriege ich hier noch eine Verbindung? Ja. Ich will aber von hier aus nach ganz unten. Oh, guck mal da. Schau mal einer, guck. Da haben wir Magma gefunden. Ihr kennt es. Magma, Magma neben. Gleich nach drüben. Bohrgeschwindigkeit ist anscheinend direkt automatisch ausgewählt. Und? Jawohl, ganz knapp getroffen. Ich werde hier nochmal rüberziehen und da rein. Damit das Gas hier schon wachsen kann. So, 98 Cent. Wo sind die nächsten Quellen, Leute? Nochmal ein Wünschelroutengänger. Ich weiß es nicht. Da ist eine Quelle. Ja, gehe ich von hier aus rüber. Dann kann ich da hochziehen. Und Mauli, 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 Wünschelrutengänger. Nochmal 2. Hier scheint richtig noch was abzugehen. So, und hier will ich gleich die Grätsche machen. Nach rechts und links. Vorher schon mal 2 Silos wieder anpacken. Da haben wir die eine Quelle. Sehr gut. Kein Geld mehr. Irgendwo soll hier noch eine sein. Was ist das? Was ist das? Da ist sie. 308. Ab nach unten. So, hier links ist noch eine am Fuchteln. Was ist das? Mit 2 Supersilos und ich werde... Ja, was werde ich denn? Wahnsinnig werde ich mit meiner Spielweise. So, die Verbindung nach oben mal ein bisschen ausbauen. Den auch. So, und jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch. Es sind schon wieder Mai, Leute. Es kommt doch kein Geld ran. Was für ein Misshandling hier überall. So. Wo ist hier die Quelle? Schon mal die Verbindung ziehen, dann habe ich sie. So. Oh, die ist auch gut. Ich habe hier hinten keine Wärme mehr. Ich brauche hier hinten dringendst irgendwie eine Magmaquelle oder sonstiges. Die sieht gut aus hier unten. Ich mache hier nochmal eine Verbindung. Aber ich glaube nicht, dass die Wärme von hier hinten ganz reicht. Für 940 soll ich es machen oder ich mache das. Ist egal. Hat wo? Und hier habe ich noch eine Quelle gefunden. Okay,
Okay. Irgendwo hier unten. Verbindungslimit erreicht. Da ist auch Verbindungslimit erreicht. Das ist scheiße. Jetzt bin ich kurz desorientiert. Tür wird dicht gemacht. Er schraubt hier noch ganz rüber und geht dann gleich damit rein. So, und du bist nicht zu nerven mit deinem Geticker. Okay, das war auch der Wünsch der guten Gänge auf der Seite. Ich muss. Was muss ich dann? Kann ich von hier aus wieder zurück? Oh, oh, oh. Der muss gleich dicht. Blöd. Gehe ich von hier aus da wieder zurück. Kostet zwar ordentlich. Noch ein Windschulrutengänger und rein da. So, 1,32. Sehr schön. Und jetzt irgendwo gerade ganz knapp. Ja, wo ist er? Wasser. Wie tickert denn da? So, ich muss hier dringend unten rein. Da wächst leider kein Gas. So, verzweifelte Suche nach Magma, die zweite. Von hier aus gehe ich nochmal nach da rüber. Und, scheiße, hier runter. Ja, die habe ich verpennt. Hier hinten geht nichts, es sei denn, ich finde hier unten irgendwie noch ein Lava-Vorkommen. August. 1,09 $ und da haben wir die Quelle. Die mache ich auch direkt dicht, damit hier noch ein bisschen was wachsen kann. Genauso wie diese hier, die darf jetzt auch wachsen. Da wächst nichts, die mache ich wieder auf. So, und die baue ich aus hier. Verkaufen, nicht mehr. So, ich glaube zwar nicht, dass da noch viel Gas bei rumkommt. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass hier links irgendwo Magma gefunden wird. Leider nein. Dann drücken wir den Rest nochmal raus hier. September. Nichts verkaufen, Mann. So, der ist gleich fertig mit Umwandeln. Mach ich hier nochmal ein bisschen. So, und? Wieder zu viel verschenkt. Der Preis steigt. Sobald er fällt, mache ich alle Gasquellen auf hier. Angefangen mit der größten. Wo ist sie? Ja, sind alle nicht sonderlich doll. 1,20, 1,21, 1,22. Und auf. So, 1,40. 2 Dollar. 2,60 und raus. 3 Dollar. Alles raus. Ja, 3,30. Ist wieder. So, diesmal warte ich wirklich, bis die Runde zu Ende ist. Völlig verzettelt. Ja, und das war alles viel zu teuer. Nur 3000 Zinsen, 58 rausgeholt. Ist nicht so schön, ist nicht so optimal. Dementsprechend kacke ich auch gerade ab hier. Es gelang dir, sämtliche Schätze zu finden. Komme zum Untergrund, wenn du die saftige Insel bewirtschaften willst. Ja, auf jeden Fall will ich das. Zinssatz um 70% reduziert. Und die Writing für 1,6. Vier Spielen höher, niedriger. Okay, 9. Ich gesagt höher. Ach, ist geil. Und niedriger. Nochmal 4000. Das tröstet so ein bisschen über den letzten Verlust hinweg. Rein in die Aktienauktion.
Es geht wieder nur um 5%. So, ich gehe hier gleich direkt auf 120. Larry würde ich gewinnen lassen. 170 für 5%, Alter. Du hast doch nicht mehr alle. Ich auch nicht, offensichtlich. Zum ersten. Zum zweiten. Ah, schade, ich habe auf Larry gehofft. Dem hätte ich die 10% gegönnt. 598.000 habe ich noch. Wie viel haben wir denn? 30, 35, 40, 50% sind raus. Das heißt, in den nächsten Runden muss ich definitiv rankloppen. Gut, zwei Folgen sind durch. Optimal. Ich würde sagen, als nächstes holen wir uns direkt die Bonusrunde, um den fetten Bonus abzuholen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. 70% Zinsen, ja, auf jeden Fall. Als nächstes kommt die Bonusrunde. Und dann, ja, nur noch konzentriert bleiben, nicht so viel missbauen wie eben. Ich habe mich schon wieder mit meiner Serpentin-Geschichte rechts, links, rechts, links. Ich wollte irgendwie die Wärme rüberkriegen, um möglichst viel Gas zu produzieren und habe dabei viel zu viel Geld in Leitung gesteckt. Ja, aber ich bin zufrieden. 15%, wir sind auf Augenhöhe mit den anderen, haben zwar über 400.000 weniger oder knapp 400.000, aber ich denke, mit der Bonusinsel holen wir das wieder rein. Und in den nächsten Runden werden dann, glaube ich, immer 10% versteigert. Ich hoffe es jedenfalls. Die nächste Runde würde ich sonst gegebenenfalls aussetzen bei der Auktion. Ja, viel Spaß weiterhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.